Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Willkommen zum zweiten Teil meiner kleinen Videoreihe über meine Reise an die Originalschauplätze von Kingdom Come Deliverance. Bevor wir gleich weitermachen, möchte ich einmal eine Lanze brechen für diese Region an der Sasau in Mittelböhmen. Es ist sicher schon im ersten Video aufgefallen, die Gegend kann man nur als strukturschwach bezeichnen. Man trifft wenig Menschen auf den Straßen und vielerorts stehen zahlreiche Gebäude leer. Dennoch ist die Verkehrsinfrastruktur sehr in Ordnung. Es gibt einige hübsche Pensionen und Hotels und vor allem viel unverbaute Natur. Außerdem zahlreiche beschilderte Wanderwege, an jeder Ecke alte Burgen und Schlösser und in den kleinen Gasthäusern bekommt ihr hervorragende böhmische Hausmannskost zum kleinen Preis. Die goldene Stadt Prag ist nur eine Dreiviertel Autostunde entfernt. Oder ihr besucht die entzückende kleine Stadt Kutná Hora, zu Deutsch Kuttenberg, die in der Zeit von Kingdom Come in größter Blüte stand. Kurz, Böhmen und gerade Mittelböhmen ist für Naturfreunde und Kulturinteressierte gleichermaßen eine Reise wert. Nun aber weiter, von Rathay aus geht es nordwärts. Liebe Freunde, ihr seht, wo ich jetzt bin, in Thalmberg. Das ist der Ort, wo man in Kingdom Come Deliverance mit Heinrich sehr früh kommt. Auf der Flucht aus Scarlets kommt man hier in diese Burg. Und diese Burg tatsächlich kann man immer noch sehen als Ruine, als beeindruckende Ruine. Wir gehen auch gleich mal lang. Also wir sind jetzt hier auf der Seite Richtung Uschitze. Und auch hier geht der Weg tatsächlich vor mir Richtung Uschitze. Es ist allerdings mit der Burg so, dass die Ruine nicht begehbar ist, sondern das ist ein Privatgrundstück. Da sind mehrere Häuser drauf gebaut. Von hier aus komme ich noch nicht ran. Wir gehen mal runter durch den Ort, der übrigens kaum größer ist als im Spiel. Und ihr werdet sicher einige Sachen wiedererkennen und vor allem auch wirklich die Burg, das Burgtor und so weiter. Ich schaue mal, ob man von der anderen Seite vielleicht noch hochkommt. Aber erstmal ein kleiner Spaziergang durch Thalmberg. Hier links übrigens, das ist die Stelle, wo dieser Teich sein müsste im Spiel. Hier ist auch eine richtige große Senke. Kann gut möglich sein, dass das früher hier so gewesen ist. So, und von hier unten kann man die Burgruine wirklich ganz gut erkennen. Vor allem das Burgtor, durch das man dann hineinkommt in den inneren Hof. So, ich bin am tiefsten Punkt von Thalmberg angekommen und hier gabeln sich tatsächlich die Wege, so wie im Spiel. Hier hinter mir, da wo ich hergekommen bin, da geht es nach Uschitze, tatsächlich im Spiel, in der Realität auch. Hier hoch im Spiel geht es nach Rathay, hier auch, aber hier diese andere Richtung, hier lang, da geht es im Spiel nach Silver Scarlets oder nach Scarlets. Und das ist in der Realität nicht so. Die Entwickler haben so ein bisschen die Geografie rangezogen. Sie haben da was ausgeschnitten aus der Karte. Scarlets ist eigentlich etwas weiter entfernt. Aber ansonsten stimmt alles, vor allem auch so die Proportion hier hinter mir. Dort befindet sich ja im Spiel die Mühle. Und das kann man sich sehr gut vorstellen, auch wenn jetzt da nichts mehr von zu sehen ist. Ich zeige euch mal einen Blick da hinauf. Ich bin jetzt nochmal von der anderen Seite hochgeklettert und tatsächlich, hier kommt man ein bisschen näher an die Mauern ran. Da seht ihr sie, Reste. Und da, wo also früher die
Burgfrau Stefanie uns begrüßt hat, hier im Burghof. Da steht jetzt ein schickes Eigenheim. Das ist hier in etwa die Seite, wo wir mal des Nachts als Heinrich Wache geschoben haben und dann von den Burgmauern runtergeschaut haben und die Skalitzer Flüchtlinge unten erblickt haben im Tal. Und diesen Blick zeige ich euch jetzt auch nochmal. Ja, und ihr seht, es ist vielleicht ein bisschen steiler als im Spiel, aber ansonsten stimmt es irgendwie. Ich befinde mich jetzt hier auf dem Gelände des Klosters Sasau, das ja auch in Kingdom Come eine große Rolle spielt. Und dieses Kloster hat eine faszinierende Geschichte. Es wurde gegründet im 11. Jahrhundert durch Prokop, einem Geistlichen, der sich hier in die Einsamkeit der böhmischen Wälder zurückgezogen hat und eine Klause gegründet hat. Und offenbar hatte er ein paar Follower, die ihm gefolgt sind, und daraus ist dann so eine Klostergemeinschaft entstanden. Es ist das viertälteste Kloster damit in Böhmen. Aber das Besondere ist, es ist das erste und einzige damals Kloster, was nach slawischem Ritus gebetet und gepredigt hat und entsprechend auch slawisch geschrieben hat. Also Klöster waren ja immer ein Ort des Schrifttums, der Schriftsprache. Man hat Bücher kopiert, teilweise eigene Chroniken verfasst. Und das ist insofern wirklich was Besonderes, weil im 11. Jahrhundert, ja, das war die Zeit der großen kirchlichen Auseinandersetzung zwischen Ost- und Westkirche, zwischen lateinischem und, man, heute würde man sagen, orthodoxem Ritus. Und dementsprechend sah man das in Rom gar nicht so gerne, dass hier so ein Kloster entstand mit slawischem Ritus. Und ja, Ende des 11. Jahrhunderts wurde das den Mönchen hier auch verboten. Sie wurden im Prinzip vertrieben und seitdem war es ein Kloster, wie alle anderen auch in der Umgebung, was nach lateinischem Ritus arbeitete, wenn man so sagen darf. Auf jeden Fall blühte das auf, denn nichtsdestotrotz wurde Prokop heilig gesprochen. Seine Gebeine lagen hier, glaube ich, und dementsprechend wurde das zu einem Wallfahrtsort, was ja immer gut war für die Klöster, auch ökonomisch, auch für die kleinen Orte, die sich darum bildeten. Und man begann hier Gebiete zu erwerben, auszubauen, sodass es dem Kloster wohl bis Anfang des 15. Jahrhunderts ziemlich gut ging. Das endete dann 1422. Im Zuge der Hussitenkriege. Die Hussiten kamen her und plünderten das Kloster und davon erholte es sich eigentlich nie wieder. Es gab nochmal eine zweite goldene Phase im 17. Jahrhundert, da wurde es wiederbelebt. Die Reliquien kamen hier zurück, die wurden zwischenzeitlich in Prag aufbewahrt, aber Mitte, Ende des 18. Jahrhunderts wurde das Ganze säkularisiert und dann als Privatschloss, als Privatresidenz einer Adelsfamilie genutzt, dementsprechend einige Häuser auch umgebaut. Ganz faszinierend ist so ein bisschen die Baugeschichte. Hinter mir seht ihr einen Rohbau, man könnte sagen heute eine Ruine einer Kathedrale, die auch in der Form schon in Kingdom Come vorkommt. Es stand hier auf dem Gelände eine alte romanische Kirche, deren Grundmauern man, glaube ich, noch hinten im Garten sehen kann. Werde ich mal noch hingehen. Und dann wurde mit einem anderen Kirchenbau begonnen. Ich glaube im 14. Jahrhundert, vielleicht schon im 13., bin mir nicht ganz sicher. Und daraus sollte eine große Kathedrale werden. Der Bauherr des Veitsdoms hatte sich dieser Sache angenommen. Aber ja, so eine Sache dauern und dann muss auch immer das Geld da sein, die Materialien da sein. Und spätestens eben nach dieser Plünderung durch die Hussiten hat man damit aufgehört. Also im Prinzip hat sich dieser Bauzustand, das ist so ein schöner roter Sandstein, seit Beginn des 15. Jahrhunderts nicht verändert. Und in dieser Rohform steht das Ganze dann auch so in Kingdom Come Deliverance hier in Sasau. Das Faszinierende hier hinter mir seht ihr am Ende, das Chor, ja, man kann sagen, der hintere Chorteil der zukünftigen Kathedrale, das steht, das ist eine Kirche, heute noch, die
irgendwann mal im Frühbarockstil dann umgebaut wurde. Also soweit waren sie schon gekommen. Aber dieser ganze vordere Teil, der gewissermaßen dazukommen sollte, der ist nie gebaut worden. Ja, und wenn ich gleich einen kleinen Rundgang mache, dann seht ihr auch nachher hier vorne das ehemalige Refektorium, was dann eben als Residenz umgebaut wurde, auch im Barockstil. Und ja, dann lasst uns einfach mal hier ein bisschen über das Gelände schlendern. Sasau ist übrigens der einzige Ort von denen, die ich besucht habe, hier auf meiner kleinen Kingdom Come Deliverance Spurensuche, der offenbar mit der Zeit deutlich gewachsen ist, der einen gewissen Wohlstand erlebt hat. Man sieht es vielleicht hinter mir, viele Neubauten, Hochhäuser. Ich glaube, der Ort hat 3.000, 4.000 Einwohner. Dominiert von einer großen Fabrik, die bis heute arbeitet, eine Glashütte, Kavalierglas. Vermutlich böhmisches Kristallglas, dafür ist die Gegend ja berühmt. Ansonsten, neben dem Kloster kann man hier noch ein paar andere Sachen wiederentdecken, wiederfinden. Aus Kingdom Come unten im Ortskern findet man noch diese kleine Kirche, die auch in Kingdom Come vorkommt, mit dieser hübschen kleinen Kirchmauer drumherum. Auf jeden Fall endet erstmal hier unsere Reise. Ich war noch an anderen Orten, an denen ich jetzt kein Video aufgenommen habe, wo ich fotografiert habe. In Uschütze war ich, in Silberskalitz natürlich, in Nedetschko. Ich werde alle Sachen nochmal zusammenfassen, sozusagen in einem eigenen Video, und dann gegenüberstellen mit dem, was man im Spiel sieht. Also, ansonsten, mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, auch euch hat es Freude bereitet, mir hier zu folgen. Wir sehen uns in dem einen oder anderen Video wieder. Macht's gut, euer Steinwald.